miteinander. Das sind meine drei Tipps zu Weihnachten und Neujahr. Wir haben Tipp Nummer 1. Seid euch immer bewusst, das Problem liegt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also die 1-2 Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr nehmt ihr sicher nicht so viel zu, wenn ihr meint, dass ihr zunehmt, sondern eigentlich müssen wir mal anschauen, was läuft denn zwischen Neujahr und Weihnachten falsch. Tipp Nummer 2. Und zwar ist der Essen ohne schlechtes Gewissen. Weil mit schlechtem Gewissen geht es ja auch nicht besser. Das heisst, eben jetzt das Fondue Chinoise mit gutem Gewissen oder mit schlechtem Gewissen essen, wahrscheinlich essen ihr gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr, wenn ihr ein schlechtes Gewissen dabei habt. Oder denkt euch, ja gut, dann ist es eigentlich eh schon gelaufen und stopft sogar noch mehr in euch ein. Also geniesst das Essen mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit euren Angehörigen und macht euch keine Gedanken darüber. Tipp Nummer 3 ist Bewegung. Und zwar, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr gegessen habt als normal, dann macht euch doch ein gutes Gefühl und geht vielleicht mit eurer Familie draussen laufen, macht einen Spaziergang. Vielleicht, was wir teilweise auch machen, ist, wir gehen Badminton spielen oder ich gehe vielleicht Skifahren, langlaufen, was auch immer. Tut euch einfach so eigentlich ein gutes Gefühl verschaffen, dass wenn ihr wisst, hey, ich habe mich am Tag durch bewegt, das kann ja auch sein, dass ihr ein 15-Minuten-Workout macht, ein Intervall-Workout, das wirklich streng ist. Das hat übrigens ein paar auf meinem Kanal. Dann habt ihr die 15 Minuten durch, habt ein gutes Gefühl und könnt so eigentlich ohne schlechtes Gewissen euer Weihnachtsfest geniessen. Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss!